Willkommen im dritten Teil zu dem Thema Gerberträger bzw. Gelenkträger. Wir hatten in den ersten zwei Teilen zu diesem Thema ja uns angeschaut, wie man mit diesem Werkzeug, also diesem Gelenkträger, statisch überbestimmte Träger relativ einfach statisch bestimmt machen kann und dadurch dann auch relativ einfach rechnen kann. Und um genau diese Kenntnis jetzt weiter zu verfestigen, habe ich mir hier eine Aufgabe ausgesucht, die wir gemeinsam berechnen werden. Und damit letztendlich dann die Lagerkräfte in Stellen A, B, C und D ermitteln werden. Also wir haben hier vier Lagerstellen und dazu dann auch zwei Gelenkstellen eingefügt, um eben dieses Gesamtsystem, was statisch überbestimmt ist, in drei Teilsysteme, die dann wiederum statisch bestimmt sind, aufzuteilen. Beginnen wir hier mit dem ganz linken Teil. Also der Stelle von der Lager, vom Lagerpunkt A bis zur Gelenkstelle E. Wir zeichnen das hier gerade nochmal hin. Wir haben hier das Lager A, hier das Gelenk E, wir haben hier die Lagerkraft FA und wir haben hier eine konstante Streckenlast Q. Und auf einer Länge von 20 Metern. Und was relativ eindeutig ist, ist, dass diese Gelenkkraft hier im Gelenk E, dass die nach oben wirken muss, damit dieses System dann entsprechend auch im Gleichgewicht ist. Wir stellen also die Momentengleichung auf, Summe aller Momente um den Punkt A muss gleich 0 sein. Gegen den Uhrzeigersinn wirkt FE mit dem Hebelarm 20 Meter. Und im Uhrzeigersinn wirkt die resultierende Kraft aus der Streckenlast, also minus Q mal 20 Meter mal Hebelarm 10 Meter ist gleich 0. Wir stellen um nach FE. FE ist dann Q mal 20 mal 10 geteilt durch 20. Die 20 kürzen sich raus. Wir erhalten Q mal 10. 120 mal 10 ergibt dann eine Kraft von 1200 kN. Damit wäre die Gelenkkraft FE bestimmt. Wir bestimmen als nächstes die Lagerkraft FA über die Gleichgewichtsbedingungen. Summe aller Kräfte in Y-Richtung ist gleich 0. Wir sehen schon anhand der Symmetrie, dass FA gerade gleich groß sein muss wie FE. Der Vollständigkeit halber schreiben wir es aber dazu. FA plus FE minus Q mal 20 ist gleich 0. Daraus folgt FA ist gleich Q mal 20 minus FE. Q mal 20, das wären dann die 2400 kN. Minus FE, 1200 kN. Und wir erhalten für FA eben den Wert von 1200 kN, also gleicher Großbetrag wie FE. FA und FE nehmen die Last aus dieser Streckenlast gleichmäßig zu gleichen Teilen auf. Erster Teilabschnitt ist damit bearbeitet. Wagen wir uns an den nächsten Abschnitt, nämlich die Stelle oder den Streckenabschnitt vom Gelenk E bis Gelenk H. Das mache ich hier. Wir haben hier die Lagerstelle B, wir haben hier das Gelenk E und hier das Gelenk H. Wir haben hier eine konstante Streckenlast Q und wir haben hier auf beiden Seiten eine Strecke von 10 Metern und ganz klar, hier muss natürlich auch eine Lagerkraft FB wirken. Wir haben hier am Gelenk E hatten wir hier die Kraft positiv angesetzt, hatte sich auch bestätigt durch das positive Vorzeichen. Die Reaktionskraft an dieser Stelle muss dann natürlich nach unten wirken, also FE wirkt hier negativ. Und aus der Gleichgewichtsbedingung heraus, aus Symmetriegründen heraus, ist jetzt eigentlich auch schon relativ sicher, dass FH dann hier auch entsprechend nach unten wirken muss.
Wir stellen die Gleichgewichtsbedingungen für die Momente auf, also Summe aller Momente um den Punkt B muss gleich 0 sein. Wir haben einerseits Fe mal 10. Wir haben die Streckenlast links von dem Lager B, also plus Q mal 10 mal 5. Dann haben wir die Streckenlast auf der rechten Seite von B, also minus Q mal 10 mal 5. Und wir haben die Gelenkkraft Fh minus Fh mal 10 ist gleich 0. Wir sehen schon, diese beiden heben sich gegenseitig auf. Wir erhalten für Fh ist gleich Fe mal 10 geteilt durch 10. Die 10 kürzt sich raus und wir haben hier stehen Fh ist gleich Fe. Und Fe hatten wir ja bestimmt 1200 kN. Das heißt, die Kraft im Gelenk Eh entspricht der Kraft im Gelenk E. Musste so sein, wir haben hier gleiche Hebelverhältnisse, wir haben eine konstante Streckenlast, war vorherzusehen. Und Summe aller Kräfte in Y-Richtung muss gleich 0 sein. Das heißt, Fb wirkt positiv, Fe wirkt negativ, Fh wirkt negativ und Q mal 20 wirkt ebenfalls negativ, das muss 0 sein. Fb ergibt sich dann zu 1200 plus 1200 plus 120 mal 20. 120 mal 20 gibt 2400 plus 2400. Wir haben eine Lagerkraft von 4800 kN in der Lagerstelle B. Also auch damit haben wir jetzt den zweiten Abschnitt schon bestimmt. Fehlt der letzte Abschnitt, nämlich der Abschnitt vom Gelenk H bis hier ganz rechts zum Ende des Trägers. Wir haben hier den Träger, wir haben hier die Lagerstelle C und hier die Lagerstelle D. Wir haben auf beiden Seiten 10 Meter. Und zwischen den beiden Lagerstellen eine Strecke von 20 Meter zu überbrücken. Wir haben hier die Lagerstelle, die Gelenkstelle H. Hier war die Kraft negativ, das heißt die Reaktionskraft an dieser Stelle wirkt nach oben, Fh. Und wir haben hier eine konstante Streckenlast Q. Und eine Lagerkraft Fc und Lagerkraft Fd, die ich jetzt hier beide positiv annehme. Stellen wir die Momentengleichung auf. Ich wähle die Lagerstelle D als Drehpunkt. Also Summe aller Momente um den Punkt D muss gleich 0 sein. Gegen den Uhrzeigersinn wirkt die Streckenlast, also Q mal 30 mal 15 als Hebelarm. Positiv, also im Uhrzeigersinn, das heißt negativ, wirkt minus Fh mal Hebelarm 30. Positiv, im Uhrzeigersinn, sprich negativ, wirkt Fc minus Fc mal 20. Und auch im Uhrzeigersinn wirkt diese Streckenlast hier rechts von der Lagerstelle D, also minus Q mal 10 mal 5 ist gleich 0. Wir stellen um nach der Lagerkraft Fc, denn die suchen wir. Fc ist dann Q mal 450 minus Fh mal 30 und minus Q mal 50 und das alles geteilt durch 20. Und wenn ihr das im Taschenrechner entsprechend eingibt, dann erhaltet ihr für Fc einen Wert von 600 kN. Ja, und zu guter Letzt können wir die letzte Unbekannte ermitteln, nämlich die Kraft Fd. Summe
aller Kräfte in y-Richtung muss gleich 0 sein. Positiv wirkt fh, positiv wirkt fc, positiv wirkt fd und negativ wirkt die resultierende aus dieser Streckenlast, nämlich minus q mal 40 ist gleich 0. Das heißt, fd ist gleich q mal 40 minus fc minus fh. Und das entsprechend eingegeben, erhaltet ihr für fd einen Wert von 3000 kN. Ja, ich denke, das war kurz und schmerzlos. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne.